Hallo, ich grüße euch zum heutigen Wort für jeden Tag. Ich habe euch heute eine kleine Perle mitgebracht. Eine Perle, sie steht für etwas ganz Kostbares. Es gibt diese eine schöne Stelle im Matthäusevangelium, da wird das Reich Gottes mit dieser kleinen Kostbarkeit verglichen. Ich lese die Stelle, diesen Vers einmal vor. Da heißt es: Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und er verkaufte alles, was er hatte. Und dann kaufte er diese Perle. Ein schöner Gedanke. Dieser Kaufmann, der hat verstanden, wie wertvoll diese eine Perle ist. Ich denke manchmal, ja, wie schön wäre das, wenn ich auch ein Bewusstsein dafür hätte, wie wertvoll doch das Reich Gottes ist, wie wertvoll sein Himmelreich ist, wie wertvoll es ist, an ihn zu glauben. Das, ja, ist wirklich eine wertvolle Sache für mein Leben. Oft sind andere Dinge wichtig, die mir, ja, wertvoll erscheinen. Und ich vergesse, wie großartig ist es eigentlich, diesen Glauben an Gott zu haben. Diesen Glauben an Gott, der mich durchträgt durch die dunkelsten Zeiten, aber auch durch die Zeiten, in denen es schön ist. Es gibt ein kleines Perlenband. Ich habe es vor ein paar Jahren entdeckt. Es sind die sogenannten Perlen des Glaubens. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Und ja, als ich dieses Perlenband das erste Mal entdeckt habe, da dachte ich, ach, das ist aber irgendwie ein komisches Band. Das kann man sich so ummachen. Man kann es aber auch in der Hand halten. Ich konnte nicht so viel damit anfangen. Ich habe mich dann irgendwann ein wenig damit auseinandergesetzt und bin darauf gestoßen, dass es eine Art Glaubensbekenntnis ist. Eine Art, ja, evangelischer Rosenkranz, so wird er auch genannt. Und es soll helfen, mit ganz vielen kleinen einzelnen Perlen, 18 Stück sind es, dem Glauben nochmal neu auf die Spur zu kommen. Also dem auf die Spur zu kommen, wie wertvoll ist mein Glaube eigentlich? Und für jede Perle gibt es ein paar Leitfragen, ein paar Gedanken, die einem helfen sollen, dem Glauben nochmal neu auf die Spur zu kommen. Und es ist so gedacht, nicht, dass man es als Schmuckstück trägt, sondern dass man, ja, wie bei einem Rosenkranz von einer Perle zur nächsten geht, bei jeder Perle innehält und nachdenkt und dabei ins Gebet geht und sich, ja, überlegt, welche Bedeutung hat gerade diese Perle, vor allen Dingen die Frage, die dahinter steht. Ich würde gerne für das Wort für jeden Tag heute diese Perlen einmal mit euch durchgehen. Ich schreibe das auch unter das Video, welche Frage hinter jeder Perle steht. Vielleicht bleibt ihr an der einen oder anderen Perle hängen, an der einen oder anderen Frage und ja, kommt dabei in tieferes Nachdenken über die Kostbarkeit unseres Glaubens. Die Perlen des Glaubens. Wenn man sich das Band anschaut, dann beginnt es bei einer großen goldenen Perle. Das ist die Gottesperle. Und hinter ihr steht die Frage, was ist eigentlich das Wertvollste in meinem Leben? Wie ist Gott für mich? Welche Bedeutung hat er gerade für mich? Und kann ich auf Gott vertrauen? Und dann kann ich hier bei dieser Perle über diese Fragen nachdenken. Ja, wie ist eigentlich gerade mein Vertrauen? Ist es gut? Fällt es mir schwer, ihm zu vertrauen? Das kann ich auf einem Spaziergang machen. Ich kann es irgendwo, ja, in meiner stillen Zeit tun. Und dann gehe ich weiter. Es gibt viele von diesen Zwischenperlen, die sind hier so ein bisschen länglich. Das sind Perlen der Stille. Und ja, da kann ich bewusst innehalten und drüber nachdenken, warum bin ich gerade so unruhig? Wie finde ich Zeit für mich? Und wie entkomme ich dem Lärm der Welt, dann, wenn es so ganz laut um mich herum ist und ich es kaum schaffe, einen stillen Gedanken zu fassen? Perlen der Stille sind immer mal wieder eingebaut. Dann komme ich weiter zu einer kleinen, weißen, sogenannten Ich-Perle. Nochmal zu fragen, wer bin ich? Wer bin ich gerade? Auch welche Rolle spiele ich? Welche Träume habe ich? Drauf zu schauen, wie geht es mir gerade?
Direkt neben der kleinen Ich-Perle ist die große Taufperle. Es geht also auch um Tauferinnerung. Zu fragen, wer sagt eigentlich Ja zu meinem Leben? So wie Gott in der Taufe Ja zu mir gesagt hat. Wovon lebe ich und was bedeutet mir die Taufe? Was bedeutet es mir, dass ich vielleicht als Kind, vielleicht als Erwachsener getauft wurde? Sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass da diese ja, unverbrüchliche Verbindung zu Gott besteht. Tauferinnerung. Ich mache das viel zu selten. Dann gehe ich weiter. Es gibt wieder Perlen der Stille. Dann kommt diese ja, gelbliche Perle, fast sandfarben. Das ist die Wüstenperle. Und sie fragt mich, wann bin ich durch die Wüste gegangen? Also wann waren die kargen Zeiten? Was ist für mich gerade Wüstenzeit? Kann ich Alleinsein aushalten? Und was brauche ich gerade zum Leben, damit es wieder fruchtbar wird? Wüstenzeiten, oft gehören sie dazu. Ich komme weiter zur Perle der Gelassenheit. Auch das darf eine Rolle in meinem Leben spielen, soll es am besten auch. Was treibt mich gerade um? Wovon möchte ich befreit werden? Und wie übe ich mich in Gelassenheit? Denn das ist ein großes Geschenk unseres Glaubens, dass wir befreit werden können von dem, was schwer auf mir lastet. Ich kann befreit zu Neuanfängen werden und zu überlegen, ja, wo schenkt Gott mir eigentlich Gelassenheit? Wo kann ich vielleicht auch gelassener sein, als ich mir das selbst zugestehe? Bei Gott kann ich gelassen sein. Ich komme weiter zu zwei roten Perlen. Perlen der Liebe. Zu überlegen, ja, was bedeutet mir gerade Liebe? Wen liebe ich? Von wem fühle ich mich geliebt? Wo muss ich vielleicht gerade auch ein wenig mehr in die Liebe investieren? Und ja, wie spüre ich eigentlich dieser Liebe Gottes nach? Dann kommen drei sogenannte Geheimnisperlen. Zu überlegen, was sind gerade meine drei Geheimnisse? Was möchte ich eigentlich mit niemandem teilen? Nur mit Gott. An wen denke ich dabei? Ich gehe weiter. Und dann komme ich zur schwarzen Perle der Nacht. Und das ist auch die Frage, die dahinter steht. Warum lässt Gott das zu? Warum ist da Leid in meinem Leben? Warum ist das Leid auf der Welt so groß? Warum leiden so viele Menschen unter dieser Corona-Pandemie? Warum ja, ist überall noch ja, so viel vom Krieg, von Ungerechtigkeit zu sehen? All das kann ich in diese Perle hineinlegen. Aber auch die Frage, wovor habe ich Angst? Warum müssen wir sterben? Es gibt dann noch eine weiße Perle. Das ist die Perle der Auferstehung. Wie großartig, dass wir als Christen diese Hoffnung haben können. Nach dem Tod, nach der Nacht ist kein Ende. Was kann ich hoffen? Wer gibt mir neue Kraft im Glauben an die Auferstehung? Und was lässt mich dadurch tagtäglich wieder neu aufstehen? Dann, wenn ich am Boden liege. Dann, wenn ich innerlich abgestorben bin. Die Perle der Auferstehung. Und dann komme ich auch schon wieder an das Ende. An das Ende meines Gebets, an das Ende meines Glaubensbekenntnisses mit den Perlen. Und ich frage nochmal, Gott, sehe ich dich jetzt vielleicht gerade anders, nachdem ich mir all die Fragen gestellt habe, nachdem ich Zeit mit dir verbracht habe? Ja. Die Perlen des Glaubens. Für mich ist es eine schöne Möglichkeit, nochmal tief einzusteigen in die Kostbarkeit unseres Glaubens und so einige Themen, Glaubensthemen nochmal neu zu bedenken. Wenn ich mir die Zeit dafür nehme, vielleicht im Wald die Perlen durchzugehen, wenn ich spazieren gehe, dann merke ich, wie gut mir das tut. Wir haben einen ganz kostbaren Glauben, weil er uns deutlich macht, wie kostbar wir in Gottes Augen sind. Vielleicht habt ihr Lust, euch mal mit diesen Perlen des Glaubens auseinanderzusetzen. Vielleicht habt ihr Lust, an der einen oder anderen Frage weiterzudenken. Wir sind kostbar in Gottes Augen, so wie Gottes Reich ganz kostbar ist.